Oh, ich dachte jetzt schon. Ich habe jetzt gerade echt ein bisschen Angst gekriegt. Okay, ein Tisch ist da. Wie schaut es mahlzeittechnisch aus? Energie geht gerade in den Keller, ja, das sehe ich auch gerade. Okay, ein bisschen Pasta ist da, aber vieles nicht. Da brauchen wir sowieso ein neues Labor noch. Ja, Energieproblem, ich glaube auch, dass das uns zwangsläufig jetzt bald treffen wird. Das wird uns ganz, ganz bald sogar treffen, denke ich. Wie schaut es mit dem Wohlergehen aus? Exzellent, Freunde. Das ist ja exzellent. So, jetzt bauen wir hier nochmal ein paar Schlafdinger auf. Wird sowieso bioplastikmäßig ein Riesenproblem werden. Kriegen wir leider nur das rein. Aber es reicht dann schon mal, damit die Leute auch schlafen können, weil wir haben nur einen kleinen Schlafsaal bisher gehabt. Muss man auch ganz klar so sehen, dass das jetzt deutlich besser so ist. Und wenn der neue Biodom fertig ist, dann kriegen wir hoffentlich auch ein bisschen mehr Stärke raus. Damit wir das auf Dauer auch hinbekommen. Gut, nächstes Problem, wie gesagt, Energiespeicher. Da möchte ich deutlich nochmal einen mehr hin, nochmal einen großen hinzufügen. Einfach um sicher zu gehen. Und dann baue ich jetzt erstmal nichts. Also wie gesagt, das ist jetzt erstmal das Ende. In der Hoffnung, dass wir uns irgendwann mal schnell ein paar Eisenplatten ranhandeln können. Damit es einfach schnell geht, damit es zügig vorangeht, Freunde. Ja, das stimmt. Die fertige Nahrung lagern, das wäre noch so ein Ding, da hätte ich auch Bock drauf. Das Problem ist halt jetzt, die müssen alles von dem Lager hier oben rumschleppen. Und das finde ich jetzt eigentlich weniger geil. Aber gut, ist halt jetzt so. Kann man nichts machen, ne? Hast du Xbox One oder PS4? Nee, beides noch nicht, Hechti. Beides noch nicht. Eins von beiden werde ich mir irgendwann mal kaufen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber im Augenblick noch nicht. Ja, ein Monument, das geht halt wirklich erst, wenn alle anderen Probleme beseitigt sind, ne? Wenn alles andere gelöst ist, dann können wir über ein Monument nachdenken. Aber vorher ist es halt echt schwierig, ne? Burger produzieren wir mittlerweile. Burger und Pasta. Davon ernähren sich unsere Astronauten. Ja. Wow, 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 wow. Okay, wir sind auf dem letzten Energiekollektor. Auf dem letzten laufen wir gerade. Und der ist auch schon ziemlich angegriffen worden. Also, wir brauchen das. Wasser, Strom, Sauerstoff. Sauerstoff schaut, glaube ich, gar nicht mal so schlecht aus. Der Rest macht mir eher Sorgen, ja. Sauerstoff schaut gar nicht so schlecht aus. Wasser schaut auch nicht so schlecht aus. Energie. Fast Food! Energie könnte ein Problem werden. Energie könnte ein Problem werden, Freunde. Jetzt ist mal wieder Trinkenzeit, habe ich gerade so gemerkt. Bevor es mich hier vom Stühlchen haut. Hol dir eine Xbox One. Ja, ist es jetzt echt so, dass eine Xbox One besser ist als eine PS4 oder wie schaut das aus, Freunde? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe sowohl eine Xbox 360 als auch eine PS3 hier. Aber ich habe das nie verstanden. Das eine hat halt seinen Vorteil und das andere hat halt seinen Vorteil. Aber irgendwie was besser ist. Was besser ist, konnte ich tatsächlich auch nie rausfinden. Da könnt ihr mir vielleicht helfen. Der ein oder andere Findige wird mit Sicherheit da schon Ahnung haben. PC ist besser, ne? Das ist sowieso. Nur PC ist gut. PC ist besser. Xbox ist leiser. PC toppt alles. PS4 ist besser. PC. Ich sehe schon, die Meinungen hier sind ganz klar. Die Meinungen sind ganz klar hier. Handelsschiff ist gelandet. Oh, da können wir Stahl und Plaste herhandeln. Oh, es ist teuer. Gucken wir mal, wo wir am Ende rauskommen. Das könnte man sogar tatsächlich machen. Probieren wir es mal. Hauen wir mal ein bisschen was auf den Putz. Geile Mütze, Dankeschön.
Die Kombination aus PC und Xbox ist perfekt, okay. Ja, der Controller, ich weiß es. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch lieber den ich jetzt am PC angestöpselt habe, den Xbox-Controller. Seht ihr wahrscheinlich jetzt wieder nicht. Ne, doch. Den mag ich eigentlich ganz, ganz gerne. Zumindest fand ich den immer ganz cool bei Autorennspielen oder sowas. Hat sich der einfach besser angefühlt. Die Goliath-Turbine, ja, die wird es bestimmt bringen hier. Blobob, ich glaube, du kannst in Planet Base die Base nicht teilen. Also du kannst nicht einfach in die Pampa irgendwo was reinstellen, glaube ich. Weil du kannst nichts bauen. Du kannst auch keine Luftschleuse bauen. Ja, du kannst es nicht anschließen. Kann man auch mit dir spielen? Generell ja. Also generell sage ich nie nein. Aber wenn dann mit allen. Na, das ist genau das Problem. Weil ich kann nicht zu einem ja sagen und zum anderen nee. Weil irgendeiner wird sich dann irgendwann auf den Fuß getreten fühlen und sagen, hey, warum spielst du mit dem und nicht mit mir? Ist auch blöd. Ne? Deswegen, wenn wir sowas machen, dann hauen wir es für alle raus, damit es fair bleibt. Einfach damit jeder die gleiche Chance hat. Energiespeicher ist niedrig, okay. Ja gut, der letzte, der wäre halt wichtig. Gucken wir mal, wie schaut es da aus? Ja, kommen die letzten Züge, dann haben wir da auch wieder was. Oh, schade. Ja, ich weiß. Spiele ich auch die Alpha 13 von Rimworld, meinst du? Nach der Winterpause, auf jeden Fall. Mit allen wäre viel zu viel, außer auf dem Ark-Server. Da ging sowas. Nee, ich habe ja zum Beispiel auch mal mega Bock auf Exile. Ja? Auf richtig Community. Wenn da das Clan-Menü eingebunden ist, dann habe ich da mega Bock drauf. Dann werden wir auch mit Sicherheit eine Exile-Runde machen. Da wäre ich dabei. 200 Leute in Planet Base. Jeder baut seine Basis hier auf. Übereinander. Ein Community-Projekt. Sowas wie Ark. Ja, Exile. Das ist so mein nächstes größeres Community-Projekt. Einfach weil es mega Spaß macht und einfach so cool ist. Weißt du, wenn du da mit dem Hubschrauber über die Jungs drüber ballerst und fliegst da so in deine Bahnen und die schauen unten hoch und sagen, ey, cool. Mir macht das Freude. Ich mag sowas. Wirklich gern. Wie schaut's da aus? Bioplastik. Das fehlt halt noch. Ohne Ende. Dafür haben wir hinten den neuen Energiekollektor fertig. Jetzt gucken wir mal. Dann kommen wir vielleicht nicht in die Bredouille heute Nacht. Community Factorio. Wäre auch mal eine Idee. So, jetzt könnten wir uns hier was organisieren. Ein Baubot oder ein Transportbot wäre nice. Aber ich glaube, das kriegen wir nicht hin. Oder doch, das könnten wir schaffen. Wow, 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 wow. Oh, Freunde, das kostet uns alles. Das könnte uns alles kosten. Aber es wäre einfach so episch, wenn wir das hinbekommen. Naja, wir können es nicht hinbekommen. Zumindest nicht auf diesem Wege. Wir müssten aber alles in die Waagschale werfen dafür, wenn ich ehrlich bin. Wir machen das. Den Bohrbord holen wir uns. Ohne Scheiß. Den holen wir uns. Den müssen wir haben. Ich hoffe, der neue Farm-Biodom wird jetzt bald fertig, weil wir brauchen das. Unbedingt. Ganz, ganz dringend. Oh, und der neue Schlafraum wird auch ganz schön voll. Aber unsere Jungs können schlafen hier. Auch der kriegt auch mal eine Mütze Schlaf. Hechti! Ich hoffe, ich spreche dich richtig aus, aber Hechti! Ich kann es mit Sicherheit gleich benutzen. Weil dafür fehlt mir ja im Endeffekt nur eins, und zwar die Robotikeinrichtung. Beziehungsweise ich muss halt nochmal hier Richtung Halbleiterfertigung weiter produzieren, aber sehe ich jetzt weniger die Schwierigkeit, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, das kriegen wir hin. Wir müssen bloß unsere Bauprojekte mal langsam abschließen. Wie lange streame ich noch? Kommt drauf an, wie viel Uhr es ist.
Ein Stündchen, oder? Stündchen geht noch. Was meint ihr? Stündchen? Machen wir noch ein Stündchen. Okay, wir hauen mal Alarmstufe Gelb rein. Jetzt kommt eine Sonneneruption. Ich hoffe, die Leute schaffen es noch rechtzeitig rein. Sind da welche drin? Nein. Einer hat eine Strahlung abgekriegt. Oh, oh, oh. Geht gleich ins Bettchen. Was bist du? Biologe. Ich hoffe, der eiert gerade nicht irgendwie noch die Hälfte draußen rum. Wir haben momentan nur einen mit Strahlung im Bett. Alter. Okay, Strahlung, das Alarm ist schon wieder rum. Wie schaut es jetzt hier aus? Da ist wieder mega viel im Lager. Bei euch, ja gut. So. Für eine und eine halbe Stunde. Ja, schauen wir mal. Wir machen das am Schluss. Ihr kennt mich ja. Ich werde doch eh nie fertig. Ja? Ich baue dann noch drei, vier Sachen und dann bauen wir die nächsten drei, vier Sachen und irgendwann schaue auf die Uhr und denke, ah, ich muss ins Bett. Der Biologe ist an Strahlung gestorben. Wie viele Sunnies haben wir denn? Zwei. Was zum Henker machen die Sunnies die ganze Zeit? Nix, ne? Ah, nee, wir haben unsere Medis verloren. Oh, jetzt, Freunde, jetzt wird es langsam echt gefährlich. Wir dürfen auf jeden Fall nichts mehr bauen, weil wir brauchen jetzt dann demnächst mal ein bisschen Sicherheit. Das heißt, wir müssen in dem Sicherheitszentrum auch mal Sicherheit reinbauen. Gerade auch Teleskopkontrollen müssen rein, damit wir Teleskope bauen können und dann die Abfanglaser. Arena gibt es zum Schluss, ja. Ganz zum Schluss hauen wir nochmal eine Arena auf den Kopf. Wow, auf die Verbindung! Oh oh, ich hoffe, das machen die schnell, die Jungs. Okay, wir haben den Bohrbot erhalten. Oh 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 oh, da ist der Sunny schon da. Der Sunny, ja, genau. Der technische Sunny ist schon da. Okay, die Verbindung scheint wieder zu laufen. Habe ich einen TS-Server? Drück mal Ausrufezeichen TS. Gib mal ein. Ausrufezeichen TS in den Chat. Dann kommst du auf den neuen Community-Teamspeak. Der ist richtig geil. Da sind auch schon viele Leute drauf. Den findest du auch über zwergtyp.de. Siehst du auch, wer schon gerade im Moment drauf ist. Das heißt, du brauchst gar nicht direkt drauf gucken, wenn du einfach nur wissen willst, ob ein paar Leute von dir da sind. Gehst einfach auf zwergtyp.de. Scrollst ganz runter, auf der rechten Seite findest du alle Räume und wer gerade drauf ist. Also das ist auch eingeblendet, da musst du gar nicht direkt auf den Teamspeak gucken, sondern kannst gleich schauen, ob die Leute, die du suchst, gerade auf dem Teamspeak unterwegs sind. Also es ist ziemlich nice. Gerne, ganz gerne. Ja, der Biodom wird gebaut, ja wie nice. So, dann kriegen wir nämlich endlich mal ein bisschen mehr Stärke raus. So, weil dann bauen wir nämlich jetzt hier hoher Wartungsbedarf, stärkehaltig. Nee, wir bauen ein paar Kartoffeln. Und ein paar bisschen Weizen. Und dann wieder eine Heilpflanze. Ein Bäumchen. Und zweimal Pilze kommen hier noch dazu, weil die brauchen halt immer so ewig. Und ansonsten können wir noch... Machen wir noch mal... Ach, Kartoffeln haben wir ja schon. Nee, lass mal so. Dann sollten sich da vielleicht auch mal ein bisschen die Leute drum kümmern. Wir haben ja genug Biologen, die hier rumrennen. So. Wasser ist gleich ausverkauft. Geht noch. Noch geht's. 0,5. Schauen wir mal, wir haben ja zum Glück zwei. Ob die das. Aber ich glaube, die halten das. So. Ja, und ansonsten, wenn ihr Bock drauf habt auf sowas, ja, Community und auch ein bisschen so neben den Streams her ein bisschen schnacken, coole Ideen austauschen oder einfach auch ein bisschen mit am Kanal mit rumspielen, ja. Wenn ihr sagt, hey, Zwerg, mach mal das nicht und mach mal was anderes, könnt ihr natürlich auch jederzeit ins zwergtyp.de Forum reinschauen.
Das findet ihr einfach auf zwergtyp.de. Und dann guckt ihr mal rein ins Forum, öffnet sich eine neue Seite. Da könnt ihr euch dann registrieren und anmelden. Da würde ich euch auch ganz, ganz ehrlich drum bitten, weil es echt super nett ist. Und wir haben da gerade angefangen, das alles einzurichten. Also verzeiht mir noch, wenn noch nichts hundertprozentig läuft. Aber da arbeiten wir echt dran. Und da ist der gute Fuß auch mit am Start. Und natürlich die ganzen Nasen, die ihr vielleicht schon im Chat kennt. Ja. Und da geht alles, was auf Zwergtube entschieden wird und gemacht wird, läuft immer durch die Community. What? Ja. Also alles, was wir machen und wenn ich sage, hey, ich habe eine Idee für ein neues Format, habt ihr da Bock drauf, dann läuft das immer erst durch die Community und in dem Fall durchs Forum. Dass ihr sagen könnt, ey Zwerg, die Idee generell finde ich geil, aber was hältst du davon, wenn wir das so und so machen? Und dann vielleicht kommt eure Idee tatsächlich auch als Format dann oder als Änderungen mit rein oder wie auch immer. Das ist richtig cool.